gecheckt, gefahren, gerockt. Das ist zwar jetzt noch nicht der Aasee in Ibbenbüren, aber ich bin kurz davor. Hallo und guten Morgen. Heute mache ich ein kleines Experiment. Und zwar will ich mal ausprobieren, wie weit ich mit meinem 800er Akku komme. Und ich habe mir eine Tour zusammengestellt, die 143 Kilometer lang ist. Ich habe jetzt gerade erst die ersten 8 Kilometer hinter mir. Geplant hatte ich, bis Bad Bentheim zu fahren, also bis kurz vor der holländischen Grenze. Aber das ist dann noch ein bisschen mehr an Kilometern. Ich will erstmal ganz locker anfangen. Ich fahre bis Hilter und weiter bis nach Bad Iburg, beziehungsweise bis nach Ibbenbüren. Und schauen wir mal, wie weit ich komme. Wenn ich das also schaffen sollte, das heißt, ich fahre bis hinter Osnabrück und hätte dann die 143 Kilometer Strecke. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt sieht. Das ist die Planung. Da ist Osnabrück. Jetzt befinde ich mich auf dem Bergmannsweg in Kirchdornberg und meine Reise setze ich jetzt fort. Ich wünsche viel Spaß beim Mitfahren. Bis dahin. Tschüss. Es sollte eine normale Cross-Country-Tour werden mit 143 Kilometern. Die ersten 15 Kilometer habe ich jetzt hinter mir gelassen. Die ersten Pfützen waren auch schon wieder dabei. Nun gut, es hatte gestern geregnet gehabt. Heute ist das Wetter schön. Ob ich tatsächlich die 143 Kilometer schaffe, das seht ihr in diesem Video. Na du? Na, das nenne ich mal eine gastfreundliche Hütte. Da gibt es sogar Toilettenpapier. Sehr cool. Windgeschützt, regengeschützt. Sehr schön. Und weiter geht's. Ein paar Kilometer bin ich jetzt auf der Landstraße weitergefahren. Bin jetzt in Dessen angekommen, weil da oben auf den Waldweg hatte ich jetzt keine Lust, das ist der Hermannsweg. Den habe ich schon auf der Rückfahrt und von daher geht es jetzt einmal durch Dessen bis nach Hilter. Ui, ich habe noch 130 Kilometer vor mir. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Bin jetzt 2 Stunden unterwegs. Bin natürlich auch wieder querfeld eingefahren, also jetzt nicht so querfeld ein, schon über Waldwege, aber dadurch, dass es nicht auf der Straße entlang geht, ist es doch recht anstrengend. Egal, das Wetter ist schön und ich habe Spaß. In diesem Sinne. Ich wollte schon immer mal durch Hilte, durch die rollen. Halb eins ist es. Also für die Tour habe ich jetzt extra meine abgefahrenen Reifen draufgepackt, weil ich heute keine Trails unbedingt fahren wollte. Der eine oder andere war ja trotzdem dabei. Der Vorderreifen ist der alte Smart Sam von 2019. Der kann nichts ab. Also keine Kopfempfehlung. Ich bin froh, wenn ich auch wieder meinen Geländereifen da drauf habe. Jo, jetzt habe ich es geschafft. Bad Iburg habe ich schon mal erreicht. Aber ganz ehrlich, ob ich die 143 Kilometer wirklich schaffe, das weiß ich noch nicht. Hier in Bad Iburg habe ich mir doch erstmal eine kleine Pause verdient. Wird mal wieder Zeit für einen Schluck was zu trinken und was zu essen. Einige Kilometer habe ich jetzt noch vor mir, um bis nach Ibbenbüren zu kommen. Ich frage mich nur gerade, warum das hier nicht auf dem Schild steht. Aber egal. 70 Kilometer habe ich jetzt schon hinter mir gelassen. Die Sonne scheint immer noch. Herrlich. Das hier ist der Waldlehrpfad. Und hier werden die Bäumchen erklärt. Ist ja ganz süß gemacht. Ich bleibe hier jetzt aber nicht stehen. Ne,
Die tun jetzt schon die Knie weh. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich mit dem Zicklein fahre, was nur 20 Kilo wiegt und was sich extrem toll pedalieren lässt, oder ob ich mit dem Rehlein fahre, was 22,8 Kilo wiegt und sich ab 25 dann doch nicht mehr ganz so einfach pedalieren lässt. Egal. Hauptsache, ich habe Spaß. Und das Wetter ist schön. Und somit werde ich meine Fahrt weiter fortsetzen. Ibbenbüren ist ja auch nicht mehr weit. Schauen wir doch mal. Ich habe immerhin noch 88,7 Kilometer vor mir. So, ihr Lieben, Ibbenbüren erreicht. Aber ich war immer noch nicht am See. Kommt jetzt. Gewaltig, diese Steine. In 30 Metern rechts am Fahrradweg. Ziel erreicht. Aselbad, Ibbenbüren. Auf in eine Seerunde. Auf geht's. Kleine Seerunde. Und auf der anderen Seite vom Aasee gibt's dann noch einen kleinen Birdpark. Surf Lounge. Klein ist er nicht gerade, der Aasee. Sehr cool. Na, die haben Spaß hier. Der nächste Zug gehört mir. So, ich mache jetzt erstmal eine Pause. So Leute, Ibbenbüren endlich erreicht. Aber geht, mir geht's gut. Knie tun ein bisschen weh. Ah, das schwere Fahrt, das ist schon ein Unterschied gegenüber dem Hardtail, das sich ja nun extrem leicht pedalieren lässt. Resümee, ich habe 3 Balken von 5. Das heißt, 2 habe ich erst abgefahren. Es ist jetzt 16 Uhr. 80 Kilometer habe ich geschafft. Müsste also noch mal 80 Kilometer zurück. Aber dann wäre ich erst in 6 Stunden zu Hause. Wenn ich nicht klüngeln würde. Das schaffe ich nicht. Also, ich suche mir gleich einen Bahnhof. Roll mal in den nächsten Ort. Schauen wir mal. Und dann fahre ich ganz entspannt mit der Bahn wieder nach Hause. Da muss ich ja schließlich auch noch warten. Ach, da ist der Bahnhof doch schon. Das trifft sich gut. Okay, dann mache ich jetzt erstmal Pause. Bin völlig entspannt. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Also da ist der Aasee, das war mein Ziel. Aber 80 Kilometer jetzt nochmal zurück. Nee, schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Aber Fakt ist, das Fahrrad könnte es. Da ist noch genug Akkuleistung. Immerhin sind da jetzt 800 Wattstunden drin. Das lohnt sich. Zeit schön genutzt, die Gegend angeschaut, ein paar nette Aufnahmen gemacht.
Fahrradwelt Osnabrück. Lucky Bike. Mal gut, dass ich gerade nichts brauche. Hier soll es zum Bahnhof gehen. Schauen wir doch mal, wann ich den wohl erreiche. Oh. Du hast die Tour verlassen. Ja. Hör meinen Blick auf die Karte. Ja, Konrad, ich habe die Tour verlassen. Die Tour liegt vor dir, 70 Meter. Na, guck mal, gibt doch noch mal richtig was Schönes zu sehen. Ist nichts Weltbewegendes, aber Kilometer. Allerdings hätte der Akku nicht mehr gereicht. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin ja die Hinfahrt nur im Eco oder im Tour gefahren. Von daher ist natürlich auch der Akku sich nicht so schnell leer. Jetzt auf der Fahrt nach Osnabrück hatte ich noch 24 Kilometer zu fahren. Die wollte ich natürlich ein bisschen zügig hinter mich bringen, weil es ist jetzt 18 Uhr und ich will auch irgendwann mal nach Hause. Das hätte ich mir jetzt auch nicht träumen lassen, dass ich 1,5 Kilometer hier durch die Schrebergärten fahren muss, um zum Bahnhof zu kommen. Direkt nebenan ist die Hauptstraße. Leider habe ich die 143 Kilometer nicht geschafft, aber mein Akku hätte es geschafft. 5 Balken habe ich und somit hätte ich 145 Kilometer schaffen können. Leider war der Tag zu kurz. Ich hätte doch heute Morgen schon um 7 Uhr starten sollen, damit ich entspannt meinen Rückweg antreten kann. Hat so leider nicht funktioniert. Aber bis hierhin, bis nach Osnabrück, war es auf jeden Fall eine tolle Tour. Der Tag war cool, schönes Wetter, sportlich bewegt, sportlich aktiv gewesen. So, Lalle, ich sag Dankeschön fürs Zugucken.